Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Plague Tale Innocence. Wir sind in einem, ja, merkwürdigen Höhlenbau gelandet, der irgendwie schon der Inquisition gehören muss, weil wir so die Symbole hier aussehen. Und ich denke, dass wir jetzt mit Mellys Hilfe hier unten lang können. Aber anscheinend muss ich das hier selbst betätigen. Ich dachte eigentlich, dass Melly das für mich machen könnte. Na gut, dann schieben wir das jetzt mal. Einfach nach rechts und dann können wir da schon rüber gucken. Ich dachte, sie muss das hier vielleicht schieben, während ich unten lang gehe, aber nö. Geht wohl so. Genau, dann können wir die. In den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Kommen jetzt doch alle mit? Ne, die Jungs gucken da weiter. Okay. Es sieht so geil aus, weil die halt auch diese leuchtend roten Augen haben, ne? Mag das. Also ich rede von den Ratten, hoch, ne? Ich helfe dir. Ja. Sind gar keine Schuhe, sehe ich gerade. Haben wir eigentlich Schuhe? Wir haben Schuhe. Die läuft die ganze Zeit hier schon barfuß rum. Aua. Auch durch den ganzen Schutt und die Leichen und die Wälder. Alter Schwede, Respekt. Ich habe jetzt zumindest irgendwelche Stoff oder so um die Füße gebunden. So, das sind Sachen gewesen. Ja, sehr gut. Viel mehr war hier gerade gar nicht. Okay. Da ist noch was. Steine. Und Aluhol. So, da können wir jetzt einfach nicht so lang. Hier wäre theoretisch. Okay, ja, den muss ich erstmal anzünden. Dazu brauche ich Ignifer. Genau. Das sollte gehen. Überall diese verdammten Ratten. Aber jetzt müssen Ob wir wir. sie irgendwie runterholen können? Gut gesehen. Was? Ah, danke. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Das ist gut. Aber nicht von hier anscheinend. Moment. Helf mal mit. Einfach drücken. Ah, okay. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Du kümmerst dich um die Tür. Ich hole das Gefährt hierher. Nein, los, kommt rüber, ihr faulen Pelze. Okay, dann ziehen wir das rüber zur Leiter. Die Frage ist, was wollen wir da überhaupt? Wir müssen ja da raus. Ah ja doch, dann muss das einer gleich schieben. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Perfekt, dann los. Ach nee, wir brauchen das gar nicht schieben. Jetzt haben wir ja die Ratten ja da alle reingelockt. Genau. Ja, sehr geil. Stimmt. Cooles System auf jeden Fall irgendwie. So, kommen wir hier runter. Ich gehe zuerst. Natürlich. Aber ist das wirklich speziell für die Ratten gebaut? Das glaube ich ja eher weniger. Es dient halt einfach nur als praktische Rattenfalle. Wäre eigentlich schwachsinnig, sowas zu bauen. Okay. Hammer's. Schön. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ah, da musst du immer mit rechnen hier. Schauen wir mal. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Es sieht allerdings nicht mehr sehr intakt aus, ne? Also, Na gut, wir gucken mal. Ich kann mich noch an ein ganz bestimmtes Rätsel erinnern. Aus meinem Let's, also aus dem Let's Play, das ich damals geguckt habe. Und ich glaube, das ist in diesem Chateau. Mal gucken. Da drüben sind wieder ganz, ganz viele Ratten und auch viele, viele Sachen, die da rumliegen. Aber. Ratten! Ja. Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst?
Melly, ich brauche deine Hilfe. Ja. Okay. Sie haben Angst vor Blitze. Würdest du... Kriegst du das hin, Melly? Aha. Ja. Gut, dass ich das zweimal sagen muss. Lukas steht noch bei den Ratten. Ist erledigt. Aber hier sind bestimmt Sachen drin. Aha! Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Vier Räubersieg. Essig. Ach, Essig. Ja, ja. Eine bekannte Legende erzählt von vier Dieben, die einen Weg gefunden hatten, verseuchte Gebäude zu plündern, ohne selbst infiziert zu werden. Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, sollten sie ihr Geheimnis preisgeben. Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur, um anschließend an Ort und Stelle gehängt zu werden. Die Wirksamkeit dieser Mixtur bleibt jedoch äußerst fragwürdig. Da hast du nicht unrecht. Na, mal hin, ne? Ein paar Sachen hier. Okay. So, Lukas, wir kommen. Also, sie haben Angst vor den Blitzen. Ich muss jetzt jedes Mal einen Blitz abwarten? Ich glaube ja, dass ich hier mit, wie heißt es? Devorantis. Tatsächlich. Okay, ich warte den nächsten Blitz ab, weil die kommen jetzt gleich wieder. Ja. Okay, ich warte den nächsten Blitz ab, dann rennen wir rüber. Das ist ja mal lustig. Daran kann ich mich aber auch gar nicht mehr erinnern. So. Ah, die Musik. Die Musik sagt einem ja sogar, wann der Blitz kommt. Wie geil. So, ordentlich Sachen einsammeln hier. Ich will unbedingt nochmal eine Werkbank. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind so weit oben. Keine Sorge, Hugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Achso, ich sehe schon. Ja, scheiße. Habe ich echt zu spät gesehen. Noch nicht. Okay. Ist hier was? Warte mal. Scheiße. So. Okay. Ich werde dir helfen. Ja. Ist aber auf jeden Fall genug Zeit, denke ich. Gut. Ist geschafft. Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Aber gar nicht so schlimm, ne? Ja, oh, da kommt noch. Wir werden die Ratten noch öfter treffen, keine Sorge. Von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Ja, gleich. Lass mich doch immer... Ihr seid immer so hektisch. Mal gucken, was hier los ist. Vielleicht finden wir ja noch was ganz Tolles. Schon gucken hier. Ist schon sehr cool. Chateau d'Ombrage. Dann schauen wir mal. Oh, ha, unglaublich. Gucken, wie intakt es noch ist. Sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Oh. Aber wer hat das alles gebaut? Melly? Kannst du das übernehmen? Ja. Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Oh. Moment. Geht's da weiter? Ach so, da geht's weiter. Dann gucke ich hier nochmal eben kurz. Ist das das? Ja, ich glaube, das ist... Ja, das ist dieser Rätselraum, den wir gleich von oben sehen werden, den ich meinte, der mir noch in Erinnerung geblieben ist. Da weiß ich nicht mehr genau, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass das ein bisschen komplexer war. Genau. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Ja. Da muss man viel... Da, ein Feuerbecken. Ja. Ob ich es anzünden kann? Ja, mach... Ja, genau, mach du das mal. Bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Das spart nämlich... Bist du soweit, Melly? Das spart meine Ressourcen, wenn ihr das anzündet. Ja, ihr setzt euch hin, genau. Ich guck mich nochmal kurz hier um. Ich weiß schon, ja, du musst... Okay, du gehst dann die Leiter quasi runter, wenn ich da das Feuer hingeschoben habe. Okay, das ist doch das Einfachste. Aber das wird halt noch wesentlich komplizierter hier alles, glaube ich. Also los, die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Da unten können wir uns ein Stöckchen nehmen.
anzünden. Und dann zum nächsten Becken, ja. So weit, so gut. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Trotzdem gucke ich noch mal eben kurz hier hin. Okay, da unten auf jeden Fall unzählige Ratten. So, jetzt nehmen wir uns ein Stöckchen. Und zünden erstmal das Becken an. Das ist der erste Schritt. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. So, jetzt lassen wir den mal fallen. Jetzt gehen wir hier hochgucken. Wir können auch das Becken da unten, glaube ich, schieben. Okay. So, hier können wir am Rad drehen. Was bewirkt das jetzt genau? Ganz kurz. Hey, seht mal! Kann ich euch komplett da... Ah, ich kann euch da komplett reinschieben. Sehr schön. Weg, Seite. Jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Kommst du jetzt her, Melly? Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Das ist schon cool. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Was meint sie mit unser Schloss? Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. So. Ach so, du gibst Deckung. Also, ich lege mein Leben in deine Hände. Okay. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Ja, dann mach mal. Ach so, ja. Schaffst du das? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut, ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Du kannst den Wall hochklettern. Oh, und wir alle werden in Sicherheit sein. Hier oder? Nee. Du kannst den Wall. Ach, hier! Da? Nee, auch nicht. Oder doch? Von hier? Ich hätte jetzt auch gedacht, dass du da hochklettern kannst, aber sie will nicht. Hä? Das müsste sie doch normalerweise schaffen. Stehe ich jetzt nicht so ganz. Da ist noch. Ah, Moment. Was ist das? Aha. Da kann ich hoch. Ah, das hat sie gemeint. Hier. Okay. Es hat eine sehr geile Atmosphäre hier gerade, finde ich. Ah, soll ich ein bisschen Ignifer basteln? Ich finde hier gerade ganz gut Sachen, deswegen geht das wohl. Steine meinetwegen noch mit. Okay, ich nehme das. Ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Genau. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind so viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Okay, die schieben wir jetzt da rein. Und dann müssen wir das Innere drehen und dann können die alle in die Mitte, ja. Sieht ganz gut aus. Schon sehr geil. Die Idee ist halt cool. So, und jetzt kann Melly eigentlich das zurückdrehen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Werkzeug, geil. So, Melly, jetzt mach du. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Genau. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter.
Das ist ja gar nicht so kompliziert. Ich habe das wesentlich komplizierter im Hintergrund gehabt. Im Hinterkopf. Genau, du musst den... Also gut, auf ein neues. Du musst den zurückschieben, genau. Ja, alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber das wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Genau, jetzt schieben wir das da wieder hin. Und dann müssen wir das Ding aber noch da schieben. Ich hoffe, sie kann da hoch. Eigentlich müsste sie doch da hochklettern können, da wo Melly jetzt gerade steht. Da muss man doch hochklettern können. Ah, mit der Räuberleiter kann ich ihr wahrscheinlich da hochhelfen. Ich hatte das Ganze hier viel komplexer in Erinnerung. Ich hatte schon ein bisschen Respekt vor der Stelle. Ich dachte, das wäre wesentlich umfangreicher gewesen. Aber es geht ja eigentlich. Das ist gar nicht so schlimm. So, und jetzt helfe ich dir da hoch. Kann ich hier eigentlich... Ist hier noch was? Konnte ich mich ja gar nicht umgucken bisher. Da liegt aber nichts, ne? Ne, schade. Ich wäre soweit. Ich helfe dir hochzuklettern. Ich komme. Okay. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Okay. Und so eroberten Amisol die Amazone. Und Melly die Verstorene. Das Chateau d'Ombrage. Du hast so viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Geht gleich los, Moment. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ach, das ist der Anfang wieder, okay. Wir brauchen das Feuerbecken vom Wall. Ah! Ah, okay, ich verstehe. Ja. Genau, wir gehen jetzt hier hin. Und jetzt kannst du mir... Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Ich wollte dir erst einen Befehl geben. Du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Tja, Amicia, die Amazon. Sehr witzig. So. Dann können wir die Fackel da anmachen. Okay, schmeiß weg. Und dann können wir da hochklettern. Oh, die Musik. Diese dezente Musikkulisse ist total geil. Sind noch wieder Sachen. Den können wir dann gleich schieben, ist richtig. Eben kurz da lang gucken. Verschiedene Möglichkeiten hier, ne? Können wir da eigentlich lang? Ja, da können wir danach mit allen lang. Okay. Ist hier noch was? Das scheint nur baufällig zu sein. Okay. Ja gut, dann holen wir jetzt das Gelöt hierher. Mal kurz hier hinten in die Ecke gucken, ob da noch was ist. Aber auch das ist nicht so der Fall. Gut, dann nehmen wir jetzt den hier. Ja, ist eigentlich eine recht simple Angelegenheit, ne? Ja, jetzt schieben wir sie da oben rein und dann schieben wir den zurück und dann haben wir sie alle in der Falle. So ziemlich jedenfalls. Ein bisschen schieben müssen wir schon noch. Genau. So, jetzt kann Melly eigentlich schieben, genau. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. So, pass auf. Jetzt sind die nämlich da eingesperrt. Genau, jetzt schiebe ich von hier wieder nach. Jetzt müssen wir die alle einmal quasi wieder rumschieben. Genau, jetzt schiebe ich hier wieder. Perfekt. Los, komm schon. Scheiße, wir haben es fast geschafft. Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Hai. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Hm.
So, jetzt kann sie wieder. Jetzt lasst die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. Was? Tada. Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Geschafft. Ja, geil. Das ging ja ganz gut. Ich war jetzt ein bisschen ruhiger, ja, weiß ich, aber ich fand es auch sehr spannend. Geschafft. Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm. Ja, sehr cool. Also, wie gesagt, diese Passage hatte ich noch im Kopf. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Ah, vorläufig. Aber wie gesagt, ich hatte das wesentlich komplizierter im Kopf. Ja, ist ja gut. Das hat jetzt, glaube ich, ungefähr 20 Minuten gedauert. Nicht mal, ne, nicht ganz. Da war noch ein anderer Kram davor, den wir gemacht haben. Aber sehr geil. So, jetzt sind wir schon in Kapitel 8. Unser Zuhause. Dann schauen wir mal, wie lange das unser Zuhause bleibt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Friede, Freude, Eierkuchen hier erwarten können. Du hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Oh, richtig schön. Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Endlich mal wieder. Wir müssen diese Strommatratzen zusammenflicken. Endlich mal wieder ein bisschen heller und alles. Oh, und ich glaube, da ist. Oh, das ist, glaube ich, deine Werkbank. Das machen wir gleich als nächstes dann. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Ah, das sind wirklich die ganzen Sachen, die wir gefunden haben. Die hängen jetzt alle hier im Regal. Sehr schön. Finde ich cool. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Wir könnten natürlich jetzt Hugo hinterher rennen. Aber das mache ich, glaube ich, erst als letztes, weil ich dann ja denke, dass es da weitergeht, ne? Erstmal, warte, da lag noch was. Hier. Na gut. Schneller kann ich mich auch gerade nicht bewegen. Und das ist eine Werkbank. Und hier ist nochmal Werkzeug, Alter. Wir haben, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal Werkzeug. Und haben immer zu wenig Material, um zu basteln. Ich sollte bei Hugo bleiben. Ja, aber ich möchte mich ja schon umgucken. Na gut. Können wir denn irgendwas machen? Ja, können wir. Der Beutel oder die Tasche? Bietet, ja, mehr Material. Nee, mehr Material. Das ist gerade mit das Wichtigste, glaube ich. Das sollte mir die Sache erleichtern. Oh, wir können beides hinkriegen. Geil. Das sieht schon viel besser aus. Ja, super. Und wir haben immer noch 2 Werkzeuge übrig. Und ich kann jetzt wieder ganz viel Material einsacken. Na, vielleicht können wir hier nachher nochmal was basteln. Wahrscheinlich jetzt noch nicht, ne? Nee. So, ja dann komm Hugo, dann lass uns mal loslatschen. Ah, da liegt was. Ein ja. Grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Eine Ikonografie, den Begriff kenne ich tatsächlich auch nicht. Die Alchemie fasziniert Wissenschaftler und inspiriert Künstler. Das wiederkehrende Symbol des Löwen, der die Sonne verschlingt, ist als Anspielung auf alchemische Auflösung zu deuten. Durch den Einsatz dieses Verfahrens, bei dem Vitriol Schwefels ersetzt, sollen grobe Substanzen von edlen Substanzen getrennt werden. Mhm. Schon gut, du kannst kommen. Wo geht's hier hin?
Ich will nur mal schauen, was hier so los ist. Das ist ja anscheinend nicht der Hauptweg. Deswegen gucken wir uns hier mal um. Ich habe halt Angst, irgendwas zu verpassen. Oh, ein Grab. Wer liegt hier? Ich weiß es nicht. Wir können etwas sagen, wenn du möchtest. Bitte entschuldigt die Störung. Wir haben zwar keine Kerzen, aber ruht in Frieden. Und danke, dass ihr auf uns aufpasst. Komm, gehen wir. Ich glaube nicht, dass der auf uns aufpasst. Der ist ja tot. Aber das wurde gerade tatsächlich gespeichert. Ist das hier eine wichtige Erkenntnis gewesen gerade? Wer weiß. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Lukas da. Der war da gerade am Sabbeln. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal zu dem Anfang zurück. Da war noch ein Raum, wo ich eben nicht hin durfte, weil, ja, es hieß ja immer, du musst bei Hugo bleiben. Uiuiui. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Geht gleich und los. Ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. So. Da wird... Was wird da was destilliert hier? Eine riesige Apparatur. Hier. So, wo ist denn jetzt die Fiole, die du haben willst? Auf dem Tisch, hast du gesagt. Man, hier sind mehrere Tische. Welche willst du denn? Kann ich diese Truhe öffnen, diese riesige hier? Leider nein. Von welchem Tisch war jetzt die Rede? Ich hab doch... Eigentlich... Ach, hier. Das ist doch kein Tisch. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Ach, da. Das habe ich natürlich nicht eingesammelt. Das muss es sein. Was auch immer das ist. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut, dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Ja, ich möchte aber trotzdem noch mal in den Bereich, wo ich vorhin nicht hin durfte. Jetzt darf ich aber auch laufen, okay. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Ich kann rechts, ich kann links. Ich gehe erstmal kurz links gucken. Wenn ich darf. Ich darf. Da ist eine Blume. Hugo. Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Ich habe eine Blume gefunden. Oh. Wir kommen hier nachher nicht lang. Na gut, dann will ich jetzt mal eben schauen, ob hier unten was ist. Ah, da wir anscheinend. Ist es der Eingang? Kann auch sein, dass es der Eingang ist. Ja, genau. Und dann sind wir von dem Feuer eingepennt, genau. Kurz gucken, ob ich genug Sachen gesammelt habe, um was aufzuleveln. Nee. Hobby nett. Na gut, aber wehe, ich verpasse die Blume, nur weil du nicht in die Richtung gehen willst. Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Das war ein toller Satz. Hat sie mitten im Satz einen anderen Satz angefangen. Genau, alchemistischer Schmelztiegel. Das wichtigste Werkzeug eines jeden Alchemisten. Dieser steinerne Behälter widersteht auch den härtesten Bedingungen. Extrem hohe Temperaturen, Säuren. Ohne Schaden zu nehmen. Während des gesamten alchemistischen Prozesses ist er ein zuverlässiger Begleiter der bei angestrebten Vollendung des großen Werks.
bei der, nicht der bei. Bei der. So, deswegen gab es gerade wenig Sinn. Boah, ist das hell hier. Boah, ist das hell. Komm, Amicia, mach mit. Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden.